Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongols Jakob von den Fragda und ich bin in Fire Department 1. Und ich habe beschlossen, ich spiele jetzt doch noch eine Folge, also eine Mission. Wir schauen uns mal Brandstiftung an. Die Konten der Northern Packaging sind tiefrot. Nichts geht mehr, seit das kleine Familienunternehmen von Robert Sullivan, dem medienwirksamen und steinreichen... Ja, wenn so ein Benzinkanister mitten im Raum liegt, wo er nichts zu suchen hat, dann sollte man sich schon fragen, Unfall? Fahrlässigkeit? Absicht? Also wenn ich länger Zeit auf den Ladebildschirm gucke, der sich hier abflackert, dann erinnere ich mich an die alten Computerspiel-Beilagenzettel, auf denen immer stand, zu viel Computerspielen kann epileptische Anfälle auslösen. Weil es mich so ein bisschen an Stroboskop erinnert. Ihr kennt das vielleicht noch, früher in Diskotheken gab es die Dinger häufiger, heutzutage weiß ich es gar nicht mehr so genau. War schon lange kein mehr. Zieht mich halt nicht mehr so hin. Clubs gerne noch, aber so diese Großraumdiskotheken, da zieht es mich halt einfach nicht mehr hin. Da ist mir halt zu viel seltsames Volk, dass ich irgendwie, keine Ahnung, also da sind einfach zu viele Kerle, habe ich den Eindruck, die irgendwie Stress suchen. Das liegt an mir, ich weiß auch nicht. Aber die letzten paar Male, wenn ich in so einer großen Disco war, irgendwie bin ich immer in Stress reingeraten. Vielleicht, weil ich nicht dazu neige, mich zu entschuldigen, wenn mich jemand anderes anrempelt. Also die dann meistens davon, meistens verlangen, dass ich mich dann entschuldige, weil sie mich angerempelt haben. Da neige ich nicht dazu. Gut, das vorletzte Mal war eigentlich ganz okay. Da war ich mit 15 Kameraden von der Bundeswehr in dieser Diskothek. Nachdem wir fertig waren, den Boden mit den Typen aufzuwischen, kam dann die Geschäftsleitung, hat uns für die Rest der Nacht frei Trinken ausgegeben. Das war ziemlich angenehm. So, jetzt, warum geht das hier jetzt nicht vorwärts? Ach, da kommt ein Ach, Mensch, Leute. Sieh ich nicht diesen winzig kleinen grünen Haken. Ja, hübsch seht ihr. Tolles Gruppenfoto. Hübsch seht ihr aus. So, retten Sie die beiden Wachen, löschen Sie das Feuer im Lagerhaus vollständig, suchen, sichern Sie die Beweise. Gut. Auf geht's, rein geht's. Gut, O'Brien ist, glaube ich, der mit dem Rettungsfuzzi. Der Rest löschen. Nein, du nicht. Du kümmerst dich um den da. Das wird knapp. Ding ist ein Raub der Flammen. Also würde ich sagen, scheiß auf die Brände. Wir gucken, wo der zweite Mann ist und dann weg hier. Der Lastwagen kuckelt auch schon. Gleich.
Also irgendwie mit diesen Kanisterlöschungen hier, also mit der Pulverlöschung, die ganze Zeit die Titelmelodie von den Ghostbusters durch den Kopf. Ist aber schön, dass sie automatisch direkt sich den nächsten Brand herzuholen und den ausmachen. Ja, das hat jetzt gleich keinen Sinn mehr. Okay, abrücken. Auffüllen. Beziehungsweise Fitzpatrick soll sich mal ein bisschen Pflaster aufkleben. Und Richardson auch. Warte, da. Stimmt, eigentlich hätte ich die Karre auch drumherum fahren können. Das Tor auf der anderen Seite hatten wir ja schon gesichert. Naja, egal. Wobei du Knecht, kannst mal hier die Tür einschlagen, gucken, ob du da die Wache findest. Irgendwo muss ja noch eine zweite Wache rumgammeln. Da ist nix. Dann hämmern wir mal da die Tür noch ein. Jetzt frage ich mich aber trotzdem, wo der angeknirscht sein soll. Wenn er da irgendwo drin war, habe ich so irgendwie wenig Hoffnung für ihn.
Wenn ich so schnell da durchfahre. Ja, gucken wir mal, ob er da drin ist. Jawohl, da ist halt der zweite. Und noch ein Sprengsatz. Erstmal den Sprengsatz sichern. Genau, dann bringen wir den Typ noch in Sicherheit, dann war es das, glaube ich. Gar nicht schlecht die Wegfindung, also. Was das Spiel. Dafür, dass das all die Jahre in meinem Regal vor sich hingestaubt hat, muss ich ehrlich zugeben, hätte ich das damals mehr gespielt, überhaupt mal gespielt, hätte ich wahrscheinlich mehr, hier sollte das Wort eigentlich hin, mehr Spaß wahrscheinlich dran gehabt als jetzt, weil nach 12 Jahren ist die Grafik mit der Auflösung halt dann doch schon ein bisschen pixelig. Gell? Erinnert mich nichts dran, dass es immer noch ein schönes Spiel ist. Was mich ja ein bisschen verwundert, ich habe jetzt, während ich das erste Video hochgeladen habe, mal nachgeguckt nach dem Spiel. Ja, ich gebe es ehrlich zu, man sollte sich vielleicht manchmal vorher informieren. Das ist ein französischer Entwickler oder zumindest ein Publisher, weil hier ein amerikanisches Szenario ja bearbeitet wird. Wer ist denn der Höhenretter? Wer oder was ist dein Höhenretter? Ah. Okay. Ach, da drin brennt es noch. Gut, das wäre das... oh, zweite Sektor. Das jetzt nicht ganz check mit dem Haken. Ja, wo läuft der jetzt hin? Gabelstaplerfahrer Klaus, mach mal alles platt. Ach, guck an, da ist er jetzt hochgeklettert. Jo, der ist ja trotzdem durchgelaufen, das hat den jetzt nicht. Ich gehe.
gespritzelt noch ein bisschen. Hat sich ein paar Stromstöße geholt. Alter. Genau, Beweise sichern, richtig so. Sie haben belastende Dokumente sichergestellt. Sie stellen wichtiges Beweismaterial dar. Die Sekretärin ist gerettet. Sie ist eine Hauptzeugin in dieser Sache. Einer ihrer Männer ist in einer kritischen Situation. Los geht's. Okay. Mensch, Katz, nicht immer vors Mikro. Oh. Sie haben die Stromversorgung unterbrochen. Nee, nein, nicht ablegen. Los geht's. Gut. Ich gehe. Der geht wie ein Flummi als der Hunde. Achso, der kann dir nicht helfen. Die müssen hier das Treppen, die Feuertreppe irgendwie erst löschen. Nur sprüh drauf, was geht, Jung, und dann schnappt ihr die Frau und macht dich vom Acker.
Nein, 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 nicht wieder abseilen. Alter. Also ich will jetzt echt nichts sagen, aber irgendwie ist er echt zu blöd, um die zu retten. Ah, halt, wart. Der Knopf. Vielleicht bewirkt er irgendwas. Aha. Da schau an. Das Knüppelchen war das Entscheidende. Tricky, das Spiel. So, wir fahren noch ein bisschen Gabelstapler. Komm, beeil dich, bevor der andere es im Auto hat. Der läuft allein genauso schnell wie der, der die Alt auf dem Rücken rumschleppt. Gabelstaplerrenne. Gut, fehlen zwei der Gabelstapler. Was ist denn damit eigentlich? Schauen wir nichts. Gut, Opfer in Sicherheit. Was ist los? Wo geht's jetzt nicht weiter? Müssen wir die jetzt irgendwo noch hinfahren oder was? Sechs von 16. Haben wir das geschafft. Ja, ist ja Unfug. Ja, warum geht es jetzt nicht weiter? Übersehe ich gerade wieder irgendwo einen Haken. Brennt es noch irgendwo? Ach ja, tatsächlich. Oh, sorry. Meine Reserven sind leer. Ja, wir haben ein bisschen Gabelstapler gefahren. Der Schuppe brennt hier immer noch. Okay. Sorry. Ja komm, das Ding ist doch eben einmal, kommt auf das bisschen Brenner und nicht mehr an. Sieht man wieder, dass es eine gute Entscheidung von mir war, dass ich all die Jahre nicht zur Feuerwehr bin. Ja, vielleicht mach es doch noch irgendwann. Weil ich weiß nicht, in meinem Alter da nochmal einzusteigen, ist ja Unfug. Die ganze Ausbildung und sowas. Ja, man kann es natürlich auch einfach ins Feuer reinstellen. Das kann man natürlich machen. Aber man kann es auch lassen. Hat er glittet mal gut durchs Fenster. Hat er recht. Kommt zumindest zum letzten Feuer, schon kommt er noch. Und dann geht er schon wieder. Hat er keine Lust mehr. Jo, und gewonnen. Flaggerbildschirm ist ja da.
So, sick. Wir haben gewonnen. Super. Ich bin beeindruckt. Cool. Also ich würde jetzt sagen, aber jetzt langt. Ja? Jetzt gehe ich in irgendein Spiel spielen, wo ich wieder Brände auslösen kann. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.